Hallo und guten Tag. Ich bin jetzt hier in Münzingen und wie Sie in unserer E-Mail schon erfahren haben, habe ich einen wirklich sehr guten Marketing-Spezialisten engagieren können. Auf YouTube haben Sie auch von ihm bestimmt schon den einen oder anderen Film gesehen. Und er macht hier in Münzingen ein Seminar und hat sich bereit erklärt, kurz mit uns, mit mir, ein Interview zu machen. Also kommen Sie einfach mit. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst, hier in der Seminarpause mit mir kurz das Interview durchzuführen. Vor einigen Tagen habe ich dir ja diesen Umfragebogen bzw. die Ergebnisse der Umfrage zugeschickt. Und dort waren ja 63% davon überzeugt, oder haben das zumindest angekreuzt, dass Erfolgsblockaden da wären in ihrem Leben. Was sind aus deiner Sicht Erfolgsblockaden und wie entstehen die? Es gibt hier verschiedene Gründe, die man eigentlich genauer anschauen könnte. Viele Menschen haben ungeheure große Ängste. Es können Existenzängste sein, die haben Geldblockaden, die haben mit sich selber irgendwo Schwierigkeiten und Hindernisse. Das ist aber nur zu einem Teil der ausschlaggebende Punkt. In meiner Arbeit, und ich arbeite jeden Tag mit Menschen, die irgendwo irgendwelche Blockaden haben, stelle ich immer wieder fest, die meisten Menschen haben gar nicht so viele Blockaden, wie sie immer denken. Die meisten Menschen haben nur keine Strategie und wissen nicht, wie sie vorzugehen haben. Es fehlt ihnen an Wissen, es fehlt ihnen an Know-how und natürlich dann auch an der notwendigen Praxis. Insbesondere stelle ich das immer fest, wenn ich mit Leuten spreche, und es geht jetzt nicht nur ums Business, aber nur um das mal rauszunehmen, wenn wir um das Business, ums Geschäftliche uns kümmern. Da kommen ganz, ganz viele Menschen zu mir und sagen, bei mir läuft es geschäftlich nicht, ich habe Erfolgs- oder Geldblockaden, weil ich verdiene nicht genügend Geld. Und wenn ich ihn dann frage, was sind deine 5 Kompetenzbereiche? Welche Probleme löst du für deine Kunden? Wie ist dein Marketing aufgebaut? Wie ist deine Internetpräsenz aufgebaut? Wie erreichst du deine Kunden? Zeig mir mal Flyer und Prospekte, wie sind die aufgebaut? Und ganz ehrlich zu sein, dann bekommt man ein bisschen Tränen in die Augen, weil ich glaube, die Menschen sind einfach ziemlich schlecht vorbereitet auf ihren geschäftlichen Alltag. Und wären sie da top vorbereitet, würden sie erkennen, mit der richtigen Strategie, mit dem richtigen Konzept, mit dem richtigen Produkt oder der richtigen Dienstleistung, mit dem idealen Marketingkonzept und mit dem richtigen Masterplan, hätte ich nur noch relativ wenig Blockaden, die ich dann auflösen müsste. Also Erfolgsblockaden sind sowohl mentaler Art, aber ich glaube, die Masse der Blockaden, die die Menschen haben, ist eine einfache falsche Strategie. Jetzt hast du dich bereit erklärt, diesen Abend mit mir zusammen zu gestalten. Ja. Was können wir von dir erwarten? Na gut, das kann man von mir erwarten. An dem Abend werde ich Impulse geben, mehr nicht. Wir haben einfach nicht sehr viel Zeit. Also werde ich den Menschen einfach so gewisse Eckpfeiler geben, um was es im Leben, vor allem im Geschäftsleben, drauf ankommt. Ich hoffe, dass auch jeder privat davon profitieren kann. Um hier nur mal einen kurzen Ausblick zu geben. Wenn ich heute mit jemandem Coaching arbeite, dann frage ich ihn immer zuerst, was sind deine 5 Hauptbereiche, in denen du gut bist? Deine 5 Talente, deine 5 Kompetenzbereiche? Denn viele Menschen beginnen mit einem Geschäft, mit einem Business, aber nicht, weil sie darin gut sind, sondern weil sie glauben, damit wäre gutes Geld zu verdienen. Und dann arbeiten sie oftmals auch entgegen ihrer Begabung. Wenn ich aber beginnen würde, worin bin ich wirklich gut? Und dann im nächsten Schritt die Frage zu stellen, wer könnte von dem, worin ich gut bin, in einem Höchstmaß profitieren? Dann wäre ich schon um einiges weiter. Also mal angenommen, du wärst jetzt unheimlich kreativ und vor allem im Schreiben. Ja, du wärst so ein kreativer Schreiber, der tolle Texte entwickelt, der in seinen Texten Emotionen ausdrücken kann, dann wärst du ziemlich schlecht draußen vielleicht im Verkauf. Möglicherweise wärst du der ideale Werbetexter. Aber genau dort finde ich die Menschen oft nicht. Sie tun nicht das, wo ihre Talente sind. Denn wenn ich alleine schon diese 2 Punkte durchgehen würde und wenn es deine Teilnehmer dem Abend lernen zu tun, was kann ich gut und wem kann ich damit dienen, dann erkenne ich eines.
Ich erweise diesem hier durch das, was ich gut kann, einen ungeheuren großen Wert. Und wenn ich für dich einen großen Wert habe, dann werde ich damit auch wirklich gut honoriert. Also das sind so die ersten zwei Punkte, über die ich an dem Abend auch sprechen werde. Wenn ich jetzt also weiß, was kann ich gut und wer profitiert davon, dann muss ich mir im nächsten Punkt die Frage stellen, wo finde ich meine Zielgruppe? Wo finde ich meine Kunden? Auf welche Nische spezialisiere ich mich? Und wie mache ich auf mich aufmerksam? Und das wird das Hauptthema sein in dem Abend, nämlich das Thema Internet. Zwischen 84% und 92% aller Menschen, die heute etwas suchen, schauen im Internet nach einer Lösung. Also werden wir uns an dem Abend darüber unterhalten, warum findet man mich dort nicht? Warum bekomme ich keine Leute auf meine Seite? Wie stelle ich es an, dass Leute auf meine Seite kommen und dann dort auch bleiben und nicht wieder weglegen? Ja, viele haben da diese Weglieger. Dann müssen wir uns natürlich auch darum kümmern, und das ist der Grund, warum die Leute weglegen, weil die Texte, die ihr dort findet, nicht ansprechend genug sind. Ich erreiche nicht die Aufmerksamkeit meines Kundenklientels, sondern ich bin einer von 100.000, die zwei, drei schöne Bildchen hinmachen, erzählen, guck mal, ich bin der Schraubenheini, der dies und jenes macht, aber du löst keine Probleme für deine Kunden. Und dann habe ich ein Riesenproblem. Wenn wir das durchhaben, wenn ich also weiß, wie positioniere ich mich, Entschuldigung, im Internet, wie positioniere ich mich am Markt, wer ist meine Zielgruppe, dann kommt der nächste Punkt, wie schreibe ich Texte, die die Leute lesen wollen. Ja? Also wie mache ich dann gezielt das Werbetexten und dann den letzten Schritt zu gehen, beziehungsweise den vorletzten, wie kann ich jetzt gezieltes Marketing im Internet machen? Wie kann ich ganze Traffic-Ströme, also ganz große Kundengruppen auf meine Homepage ziehen? Wie fessle ich die Menschen dort von meinem Angebot und wie bin ich in der Lage, hier ein Vielfaches meines aktuellen Umsatzes zu machen? Nur ein Beispiel. Ich habe da eine gewisse Strategie, mit der ich letztes Jahr nur eine Marketingaktion gemacht habe. Nur eine Marketingaktion. Und diese beinhaltet die 4 E-Mails, die ich rausgeschickt habe an potenzielle Interessenten, die ich im Internet gewonnen habe. Das Erstaunliche war, dass ich alleine mit dieser einzigen Aktion für Knie-Seminare Umsatz generieren konnte von über 100.000 Euro. Mit einer Aktion. Also das ist gewaltig. Diese Vorgehensweise gebe ich vielen meiner Klienten weiter und nahezu alle haben die gleichen Erfolge. Das heißt, es ist adaptierbar auf alle Branchen. Und dann haben wir den letzten Schritt und hierbei geht es eben um die tatsächlichen Erfolgsblockaden, die dann zu lösen sind. Aber da wirst du uns ja in dem Abend, glaube ich, auch jede Menge davon erzählen. Das wäre auch jetzt noch meine nächste Frage gewesen. Das geht ja sehr in den unternehmerischen Bereich. Ja. Werden auch Angestellte von diesem Abend profitieren? Die Aussage, natürlich, ich habe mich da vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt, es geht nur um das Business, ist insofern falsch, denn es handelt immer darum, wie kommuniziere ich effektiv. Nehmen wir zum Beispiel ein Pärchen oder eine Beziehung. Warum haben die Menschen immer Probleme miteinander? Warum sind die Scheidungsraten so exorbitant hoch? Weil die Menschen nicht in der Lage sind zu kommunizieren. Sie wissen nicht, wie man mit einem Partner kommuniziert. Sie wissen nicht, wie man seine Bedürfnisse kommuniziert. Sie verstehen die Kommunikation des anderen nicht und können ihnen da nicht helfen. Die Kommunikation zum Chef, zu den Kollegen, zu den eigenen Kindern ist eher schlecht und somit nicht funktional. Und deshalb wird es an dem Abend eben auch darum gehen, wie kommuniziert man? Also nicht nur in der Werbebranche, nicht nur im Business, sondern mit jedem anderen Menschen. Auch hier, nur ein Beispiel, vielleicht kennst du das selber aus deinem Kundenklientel. Zu mir kommen auch öfters Pärchen, die miteinander einfach einen Konflikt haben. Und wenn die dann bei mir sind und die sprechen über ihr Thema, dann ist da immer so wie so ein Hahnenkampf. Ja, die streiten dann miteinander und der eine versteht den anderen nicht. Weil der eine sagt etwas und der andere fühlt sich sofort angegriffen, geht in eine Verteidigungshaltung und schießt dagegen. Das ist nichts anderes, wie dass ich hier Blockaden habe. Blockaden, ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht genug, wie stellt mich der andere hin? Also geht es auch darum. Denn im Business kann ich mir sowas nicht leisten und privat erst recht nicht, wenn ich ein erfülltes Leben leben möchte. Also werden wir eben das auch auf die private Ebene bringen. Mhm. Ja. Also so ein Selbstmarketing auch. Wie verkaufe ich mich gegenüber meinem Partner, wie verkaufe ich mich auch gegenüber beispielsweise einem Vorgesetzten, ja, einem Chef und ja, so weiter. Ganz okay. Genau.
Jetzt haben wir aber leider an diesem Abend nur 2 Stunden Zeit. Mhm. Was können wir in diesen 2 Stunden machen und was wird wohl darüber hinaus noch passieren? Also es ist für mich natürlich sehr schwer, ich kenne jetzt dein Konzept nicht im Detail. Mhm. Das wirst du sicherlich den Zuhörern oder Zuschauern auch noch erzählen, was du selber da machen wirst dann im Abend oder hast schon. Ja. Bei mir geht es jetzt eher darum, dass ich das als einen Impulsvortrag sehe. Mhm. Ich könnte es auch sagen so, ich rüttle dich mal ein bisschen und schüttle dich, damit du siehst, wo deine Reise hingehen sollte. Hier kann sich dann jeder mitnehmen, was er möchte. Ich möchte zu niemandem sagen, was er tun soll, aber ich glaube, ich weiß ganz gut, wie so manches Geschäft funktioniert. Und hier plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir werden dann für diejenigen, die das verstanden haben und Interesse daran haben, eine Seminarserie entwickeln, wo die Menschen Schritt für Schritt lernen, wie man ein erfolgreiches Business wirklich aufbaut. Und du wirst sehen, schon an dem Abend fällt es den manchen wie Schuppen von den Augen, so nach dem Motto, ich war wirklich unternehmensblind, weil sie erkennen, warum ihr bisheriges Leben oder auch Businessleben so nicht funktioniert. Für mich ist es allerdings eher unwichtig, ob sie dann die Seminare bei uns machen nachher oder woanders. Es wäre uns allen gedient, wenn die Menschen da so viele Impulse bekommen, dass sie was unternehmen. Denn wenn es uns wirtschaftlich gut geht, und zwar allen, ja, dann geht es jedem Einzelnen auch um ein schönes Stück besser. Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir an dem Abend so viele Impulse geben können, dass die Menschen sagen, jawohl, bei denen mache ich das, alles andere wird sich dann aber ergeben. Was mich jetzt noch persönlich irgendwie interessieren würde, ist dieses ganze System, was du gesagt hast mit diesen 5 Punkten, wie bist du darauf gekommen? Relativ einfach. Es dauert jetzt vielleicht noch 2-3 Minuten länger. Haben wir die Zeit noch? Ja, das ist selbstverständlich, ja. Okay, ich kriege das auch noch hin. Mhm. Eigentlich durch mein eigenes Leben. Ich habe angefangen, mich selbstständig zu machen und als ich begonnen habe, Trainer zu machen, dachte ich, jawohl, ich weiß jetzt alles, ich bin gut, die Welt wartet auf mich. Ich war bereit, aber die Welt war nicht bereit für mich. Keiner kannte mich, keiner wusste, dass es mich gibt, also musste ich mir was einfallen lassen. Und ich habe mir die Finger wund gewählt, weil ich Telefonakquise gemacht habe, ich habe Kundenakquise gemacht. Und eines der schlimmsten Erfahrungen waren genau diese Dinge, weil ich wurde nur mit Ablehnung konfrontiert. Mhm. Keiner wollte mich oder mein Konzept haben. Was ich damals nicht begriffen hatte, war, dass ich mich schlecht verkauft hatte, dass ich mich schlecht vermarktet hatte. Ich habe das persönlich genommen und dachte lange Zeit, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, ich habe jahrelang Kampfsport gemacht, den Kampfsport zu verdanken, denn aufgeben ist einfach nicht so mein Stil. Und so habe ich mich weiterentwickelt. Ich habe im Laufe der Jahre sehr, sehr viel Geld investiert in meine Fortbildung und habe dann auch gute Leute interviewt und mir von denen Tipps geben lassen und habe dann festgestellt, von Marketing habe ich keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich dachte tatsächlich, möglicherweise nennt man mich da naiv damals oder nannte man mich da damals naiv, ich kann jetzt alles und jeder müsste zu mir kommen. Aber du musst dich immer verkaufen. Der eine kann das gut und der andere weniger gut. Und somit habe ich mich gelernt, in diesem Business zu verkaufen. Und ich habe mich jetzt vor einigen Jahren wieder umstellen müssen, Udo. Alle meine bisherigen Strategien haben nicht mehr funktioniert. Mhm. Die Welt verändert sich. Ich habe geglaubt, das reine Kunden-von-Kunden-Propaganda, das hilft mir weiter, die Kunden empfehlen mich weiter. Das reicht heute nicht mehr aus. Ich muss neue Wege gehen und so musste ich mich zwangsläufig mit dem Internet anfreunden. Am Anfang hatte ich eine Homepage und ich habe mir Mühe gegeben, ich habe die toll designt, die hat auch wirklich super ausgesehen, nur ich habe keine Besucher drauf gehabt. Ich habe Produkte angeboten, die keiner haben wollte, bis ich gemerkt habe, es ist kein guter Weg, ein Produkt zu konzipieren und danach Kunden zu suchen, sondern ich muss gucken, was für Probleme haben die Menschen und dann muss ich ein idealer Problemlöser werden. Und das muss ich auf meiner Seite dementsprechend nach außen tragen, und einen Weg finden, wie die Leute zu mir kommen. Mhm. Das waren viele, 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 viele 1000 Euros. Tage und Nächte, mit denen ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und so hat sich das System wirklich etabliert. Mhm. Und ich behaupte, jeder, der mit diesem Thema arbeitet, jeder, der mit diesen Techniken arbeitet, wird auch ein ähnliches erfolgreiches Ergebnis haben, wie ich auch. Also können wir davon ausgehen, dass das ein spannender Abend wird für jeden? Ich hoffe, für mich wird es in jedem Fall einer werden und alles andere entscheidet jeder Teilnehmer, was er mitnehmen möchte. Diejenigen, die kommen wollen, die sollten vielleicht eine Bereitschaft mitbringen. Für den Abend mal alles vergessen, was sie wissen.
Dann bekommen sie sehr viele neue Impulse, um dann anschließend sagen zu können, das hier oder das hier oder das hier picke ich mir für mich raus. Okay, super. Sehr spannend, vielen Dank. Ich danke dir auch. Du musst nur direkt weiter. Ich habe gleich wieder. Herzlichen Dank. Viel Spaß.